Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lictum. Mein Name ist Max, ihr seid hier bei Little Corky Gamer. Und wie ich gesagt habe, wir erforschen ja jetzt ein bisschen Neuland. Und wisst ihr was, ich habe mir verdammt nochmal fucking awesome jetzt einen Timer gestellt. Ich bin so geil, ne? Ich bin so verdammt awesome. Zwei Gegner. Zwei Gegner ist kein Ding. Kein Ding. Kein Problem mit. Wenn die weggehen. Geht weg. Ihr stinkt. Nach Wurst. Und nicht nach normaler Wurst. Sondern nach Bockwurst. Ah, okay, eine Bockwurst ist eine normale Wurst, aber... Es könnte auch eine Teewurst sein. Was labe ich hier eigentlich? Das ist, wenn einem nichts mehr einfällt, ey. Ja, dann wird's immer... exotischer. Ja, Würstchen sind exotisch. Gut, jetzt, da wir diese Tatsache festgestellt haben... nicht weitergehen, aber kann ich springen? Wie kann ich springen? Ich kann nicht springen, aber ich kann Schild machen und ich kann so einen Angriff machen und kann Flair-Taste springen? Nö. Wieso ist denn da oben so ein scheiß Teil? Da bin ich... Ach Kacke, muss ich da hinten rumgehen? Okay, mich greift schon keiner an. Alle. Wenn doch, dann hasse ich euch alle. Aber ich meine, ich muss das doch erst aktivieren. Ach ja, wusste ich doch. Hey, be careful with that. Ja, deine Mama. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte da irgendwie versuchen hochzukommen. Ja, komm, das Ding interessiert mich jetzt nicht. Dieser Leech hat mich schon letztes Mal ein bisschen verkloppt und das fand ich nicht so ganz geil. Nicht so ganz geil. Da. Okay. Ich bin ein bisschen paranoid, aber es ist alles cool. Alles cool. Ah. Cool. Zack. Yay! So, falls jemand unser Island Games Video noch nicht gesehen hat, oder das nicht... Oh, geil. Oder das noch nicht draußen war jetzt. Wenn ich jetzt hier schon dran bin. Ich weiß nicht, da... Nee, wo war denn das? Oder es noch nicht draußen war. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Wenn ihr jetzt dieses Video seht, dann erkläre ich das einfach noch kurz schnell. Ich habe ein Spielprinzip erfunden. Und zwar die Island Games über Minecraft spielt man das, ja. Ich packe jetzt einfach ein paar Sachen rein. Mal sehen, was wir da jetzt rausbekommen. Kann man da jetzt irgendwas? Nee. Hä, was hat mir das jetzt gebracht? Werden wir sehen. Und es geht halt darum, sich gegenseitig zu bekriegen und Sachen zu finden und letztendlich einen Stern aus der gegnerischen Basis zu holen. Und mit diesem schnieken Stern kann man dann was ganz Tolles machen. Und zwar können wir damit... das können wir in einen Trichter werfen. Ich war gerade abgelenkt. Ich muss immer gucken, was ich laber und zock. Das ist immer voll anstrengend. Mein Gehirn platzt dann immer fast und so. Man klaut einen Stern, packt den bei sich in der Basis in einen Trichter, bekommt einen Beaten und muss ihn zu einem bestimmten Punkt C bringen. Man könnte sich das theoretisch wie ein lustiges Dreieck vorstellen. Eure Basis ist, Punkt A. Warum brenne ich? Ich brenne. Ich bin... eure Basis ist Punkt A, die Gegnerbasis ist Punkt C und es gibt den Punkt C, der ist in der Luft. So, stellt euch ein Dreieck vor. Als erstes müsst ihr von A, eurer Basis, zu B laufen. Von B müsst ihr wieder zurück zu A. Und ich werde angerufen. Egal, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Und von eurer Basis A müsst ihr dann hoch zu C. Während die Gegner das versuchen zu verhindern. Oder ihr, falls ihr halt am Verlieren seid. Nicht schwer. Und wir haben extra drei Klassen dafür gemacht. Einmal den Krieger. Also wir haben uns ein bisschen an MMOs orientiert. Einmal Krieger, dann den Jäger und den Verteidiger. So, das waren meine Schritte, okay. Verteidiger ist halt so ein bisschen da. Man kann halt
seine drei Basen nach Belieben verändern, so wie man es gerne hätte. Ich bin echt bescheuert. Bin ich jetzt komplett paranoid? Man kann eigentlich alles so verändern, wie man will. Aber man hat halt in den ersten 10 Minuten Zeit, seine Welt, seine drei Basen nach Belieben umzuformen. Das sieht nicht geil aus hier. Wo muss ich überhaupt lang? Wird mir nicht mal angezeigt? Nee, wollt ihr nicht? Wollt ihr nicht? Okay. Naja, aber falls ihr euch dafür interessiert, kann jeder mitmachen, der Bock hat. Es ist ausgelegt für 3 gegen 3 Spieler. Es können alle mitmachen, die jetzt halt drauf los. What the fuck? Nein! Nein, du Hurenkind! Na, bitte nicht. Der hat wieder... Warte, ich muss diesen... Scheiße! Hey! Ah, shit. So. Ja, den kriegen wir, weil der ist eingefroren und der kann jetzt gar nichts mehr. Shit, wenn ich das Ding jetzt mal hinsetzen würde. Oh ja, das hat gesessen. Ja, nix ist hier. Wer, der beschwört jetzt hier noch seine Mitbürger. Oh, so kann das jetzt weitergehen. Und in der Zeit erzähle ich euch jetzt ein bisschen noch weiter. Naja, jetzt kann halt jeder mitmachen. Ob ihr nun schon vielleicht auch YouTuber seid, vielleicht auch im geringeren Bereich, so mit unseren 50 Abonnenten, die wir jetzt haben. Das ist jetzt übrigens das 50 Abonnenten-Special unserer Island Games. Jetzt habe ich was vorweggenommen. Oh, scheiße. Oder vielleicht auch nicht vorweg, aber egal. Oh, warst du schlecht. Nochmal, um dich zu trollen. So. Einfach. So, dann platzen, lassen wir nochmal die Beutel hier platzen. Ich finde, Eis ist ein bisschen überpowered. Naja, wie gesagt, auch wenn ihr vielleicht YouTuber seid, dass man sich vielleicht so gegenseitig nochmal ein bisschen pusht, ne? Nein, okay. Aber es kann halt, wie gesagt, jeder mitmachen. Ihr könnt auch gerne mit aufzeichnen, wenn ihr wollt oder so. Also alles cool, alles cool. Aber ihr müsst halt damit rechnen, dass wenn ihr mit uns zockt, dass wir das aufnehmen. Ja, damit müsst ihr einverstanden sein. Es ist allein dadurch, dass ihr dann auf unseren Server kommt, ist dann Einverständniserklärung, ja. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Brenne ich schon wieder. Finde ich ja uncool, ne? Was ist denn das für ein geiler Scheiß? Ich nehme jetzt einfach mal Dead. Ich packe jetzt einfach die Sachen rein, die geil aussehen. Worum geht's denn jetzt überhaupt? Um welches Fach? Also in welchen Kasten hier? Hä? What? Okay. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Ich war auch zu faul, mir das durchzulesen. Aber egal, alles cool. Naja, jeder kann mitmachen. Alles ist cool. Naja, wie das denn nachher aufgebaut ist und so, das seht ihr dann ja. Ihr seht auch unseren ersten Beta-Test, so könnte man es ja schon eigentlich nennen. Den ersten Versuch, den wir gewagt haben, ohne irgendwelche Regeln direkt aufgestellt zu haben, haben wir uns einfach mal 2 Inseln gebaut, oder Johnny hat sie gebaut, ja. Und haben uns ein bisschen gegenseitig bekloppt, haben gemerkt, dass das Spielprinzip noch nicht so ganz geil ist, haben dann die letzten Tage ein bisschen daran gesessen und es hat auch echt ordentlich Spaß gemacht. Wir haben uns den Frieda, also Bobsy 1, den man auch aus unserem Jurassic Z, Kacke, jetzt kann ich kein... Kacke, ich glaube, ich habe den AOE-Damage irgendwie rausgenommen. Aber hier habe ich den. Okay, den muss ich gleich wieder reinpacken. Kriegen wir schon hin. Kein Ding. Kriege ich hin. Naja, den man aus unserem Jurassic Z-Videos kennt. Den haben wir uns geschnappt. Der hat dann auch kräftig mitgeholfen. Naja, haben wir uns... Ich glaube aber, es sind noch nicht alle Truden befüllt. Oh. Kann man halt auch neue, so ein paar Schwerter finden und so ein Scheiß. Ein bisschen verzaubern kann man natürlich auch. Alles, was halt dazugehört zu Minecraft und Kämpfen und so, ne?
bin jetzt nicht so der Ober-Minecraft-Experte. Ich weiß zwar, wie man Sticky Pistons craftet, aber ich weiß nicht, wie man Zaun craftet. Ja? Also, wisst ihr Bescheid. Mensch, Kinder, es ist doch nicht so schwer, da so ein... Kann ich die jetzt da reinziehen oder so? Mann. Da muss ich jetzt eben so ein scheiß Eisding craften, ey. Komm, geh doch. So, kriegst du so einen lilanen und so einen scheiß... Nee, kacke, ich muss ja auf das Symbol achten, ne? Das war das hier, ne? Mach ich das einfach so, zack. So. Hoffentlich ist er jetzt schön stark. Passt schon. So. Das Ding sieht jetzt nicht so geil aus. Ice Barrier. Violet Flame Barrier. Wofür sind denn die Scheißdinger hier? Ich check das nicht. Was ist das denn? Schilde, okay. Also. Was kann ich denn hier? Kann ich da nochmal Feuerball oder so reinpacken? Die leuchten ja auch so schnieke, ne? Ich check das nicht. Ich check das einfach nicht. Ich bin einfach zu blöd zu. Ich check das nicht. Ich kapier das einfach nicht, Mann! Nö. Geh da weg. Wahrscheinlich könnte ich mich hier upgraden und wäre wahrscheinlich übelst stark oder so ein Scheiß. Hab einfach keinen Plan, wie ich das machen soll. Egal. So, das heißt, ich habe jetzt hier auch wieder einen Eissturm. Cool. Cool, cool. Cool, cool. Ja. Naja. Plop. Oh, hast gedacht, du kannst mich sneaky angreifen, ne? Pass auf, ich... Ha! Hidden in the darkness. Okay, eigentlich nicht, aber... Boah, Mann, ich weiche jetzt hier gerade voll gut aus, ja? Könnt ihr nichts gegen sagen. Das sind meine Ausweichfenster. Was? Wie schlecht ist denn der scheiß Angriff? 24! Was ist denn das für ein Scheiß? Okay, ich glaube, ich sollte mich damit jetzt gleich mal ein bisschen befassen. Ich glaube nämlich nicht, dass es so auf die Dauer weitergehen kann mit meinen 45 Angriffspunkten, die ich hier habe. I, da ist der. Ich weiß... Ich weiß nämlich... Mann, ich... Ich komme mir immer so übermächtig vor, wenn ich mit Feuer spiele, deswegen vergesse ich immer, dass ich auch dodgen sollte. So, wo ist... So, dich kriege ich jetzt auch noch schnell. Da, was habe ich gesagt? Da kommt auch schon... Oh Mann, ich muss die ja töten. Ich kann... Das Spiel wird ja nicht pausiert, Mama. So, kein Ding. Alles cool. Alles cool. Oh, jetzt verpisst er sich auch schon wieder. Ne, der ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Alles cool. So, dann kann ich mir das Ding jetzt hier nochmal angucken. 22,5 Damage. Okay, das ist jetzt nicht so das Geilste. Hab ich denn hier... Ah, der ist das doch, oder nicht? Das sieht doch schon mal wieder anders aus. Ice Barrier kann ich mir... Wie sieht das Symbol? Crafting. Ice. Das war hier. Mache ich mir vielleicht so einen stärkeren Barrier mal. Machen wir ein bisschen... Defense? Oder wollen wir... Was war denn MA noch? Mastery? Keine Ahnung. Master. Ich bin Master jetzt. So, egal. So, den equippen wir jetzt. Jetzt haben wir da einen besseren. Hoffe ich doch, dass er besser ist. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Da könnte ich einen besseren haben. Wir craften uns jetzt einen neuen Firestorm. Das habe ich jetzt entschieden. So, Firestorm sieht so aus. So, zack. Ist nicht gedenkt, wa? Es gibt aber bestimmt bessere als den hier.
Hey, egal, wir craften uns den jetzt einfach. Und... ja, oh, das passt schon irgendwie. Das kriegen wir schon irgendwie hin jetzt. So, und jetzt dürfte auch der wieder stärker sein hier. Der AOE Damage. Damage. So heißt das. Damage. Ah, schön. Jetzt so langsam komme ich wieder rein in die Xbox-Steuerung. Kbling! Destruction. Kann ich da auch so rüber sliden? Ohne zu mir, okay, ich brenne doch. Oh. Warte mal, ich will mal kurz... wie konnte ich denn noch sprinten? Ah, so konnte ich sprinten. Alles klar, alles klar. Piccobello. Mamma mia. Hier hinten muss doch irgendwo so ein scheiß Aufladeteil gewesen sein. Ganz ehrlich, wozu ist da vorne denn schon wieder ein Checkpoint? Das ist voll unnötig. Also, teilweise kommen da keine Checkpoints und ich muss die Sachen da dreimal machen oder... ein... warte, da habe ich doch was gesehen. Ha. Genau. So. Das füllt doch gleich unser Schild wieder schön auf. Das mag ich doch ganz gerne leiden. Leiden. So. Ja, jetzt auch nicht mehr so lange. Die Folge ist ja auch schon bald wieder vorbei. Also in 2 Minuten oder so. 3 Minuten. 3 Minuten. 3 Minuten. 3,5. 3 Minuten. Ja, ja. So um den Dreh. Okay. Da hinten ist Checkpoint. Checkpoint, Checkpoint. Das sieht aber schnieke hier aus. Schnieke. That's fantastic. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe gesagt, das ist schnieke. Mann, das ist doch einer dasselbe. Das soll ich wiederholen. Scheiß Spieler M, ey. Warte, Spieler M, Spieler Max. Oh mein Gott, ich glaube Satan war am Berg. Habe ich den jetzt da hinten, den Mongo, getroffen? Wo ist denn der? Ach, da! Das war aber ganz böse. Da hat er mich jetzt angegriffen. Ich stecke jetzt den Pfeiler. Ich switch jetzt hier einfach zwischen den Pfeilern hin und her. Ich kriege nämlich nicht. Das ist voll Plan. Ich sehe die dann hinten nicht. Ich sehe immer nur diese scheiß Pfeile da ankommen. So, du tot. Okay, nicht tot, aber... Kacke, Mann. Hör auf mich anzugreifen! Du behinderter Spasti! Oh. Ich hasse dich. Du stinkst. Mann, ich bin so schlagfertig gerade. Kacke, da kommt ja noch einer. Hallo, mich anzugreifen ist voll uncool. Das macht man nicht. Jetzt weiß ich auch, warum da ein scheiß Checkpoint war, ja. Also ich check das Crafting-System noch nicht so ganz. Okay, okay, alles cool. Alles cool. Schießt da hinten jetzt einfach Pfeile hin, so. Piu! Trifft schon. Oder auch nicht. Kacke, der weicht auch noch aus. Was ein Scheiß. Ich sag jetzt einfach nichts. Also, ich... ja, ja, das ist fantastic. Ich weiß, hab ich auch gesagt. Ich fand's auch schön und dann kam mir der Scheiß wieder an und ich muss den ganzen Kack wieder von vorne machen. Verfickte Scheiße! Nein, mir geht's gut, alles cool. Ich glaube, ich sollte erstmal die Bogenschützen töten, ne? Das wäre ganz schlau. Oh, mach ich jetzt einfach. So, zack. Lol, wie viele sind denn das? 4, 5? Und jetzt kommt hier wieder der nächste Spastiker angelaufen, oder? Kacke. Kacke? Wie viel? Nein. Nein. Jetzt weiß ich auch mal, warum...
Okay. Oh, scheiße. Ja. Nein, ich werfe meinen Controller nicht gegen jemand. Alles gut. Mir geht's gut. Aber die Folge ist zu Ende. Traurig. Schmerz. Leid und verficktes Lichtum. Tja. Es wird schwerer. Ist doch cool. Okay, dann bedanke ich mich wieder vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Noch was zu sagen? Ich kann es ja nur ein bisschen rauszögern, dann könnt ihr dieses schöne Bild noch begutachten. Ich brauche was Schlagfertiges. Irgendwas, was ist jetzt alles beendet mit einem Wort. Ruffel.